Hallo, willkommen zu einem neuen Tutorial-Video. Und zwar wurde ich unglaublich mal oft, schöner Satz, also sehr häufig gefragt, Startaufstellung, was kann man denn da machen? Kann man da mal drüber reden? Und das können wir jetzt gerne hier machen. Das Problem bei der Startaufstellung ist halt, dass das sehr allgemein gehalten ist, dann das Video, ne? Ich kenne das selber von damals, wo ich angefangen habe, wo ich gesagt habe, Mist, Startaufstellung, gibt es da irgendwelche geheimen Tricks, die Wundertüte, die Wunderwaffe? Ja, es gibt ein paar Sachen, die man beachten kann, die werde ich euch jetzt hier erzählen. Aber die Wahrheit ist wie bei allem, ihr müsst einfach von Spiel zu Spiel, von Einheit zu Einheit, von Konstellation zu Konstellation das anders machen. Also die eine Antwort werdet ihr nie finden, was sehr frustrierend für viele sein kann. Und ich verstehe das nun zu gut, aber da müsst ihr durch. Das ist die Natur des Spieles. Ja, fangen wir jetzt mal an. Startaufstellung gehört ja auch ein bisschen die Startkarte zu. Also meiner Meinung nach sollte jeder das aussuchen, wofür mental auch, ne, was er spielen möchte. Ich bin zum Beispiel ein super aggressiver Spieler und komme mit Sachen wie Rhino, Speed, ja, Giant, Aerial, komme ich alles gut klar. Während Einkommen bei mir auch funktioniert, aber nicht ganz oben auf der Liste ist. Und sowas wie der Marksman, der eigentlich, ich finde ihn nicht so aggressiv. Und vor allem die Elite-Scheiße klappt gar nicht bei mir. Ne? Da muss jeder für sich selber finden, was am besten ist. Und dasselbe gilt dann auch für die Einheiten, die man hat. Also, welche Kombinationen will man haben? Generell würde ich sagen, man sollte in den meisten Fällen, nicht immer, in den meisten Fällen sollte man drei Einheitentypen in der ersten Runde haben. Mit zwei fängt man an und eine dritte schaltet man frei, die man dann auch spielt, damit der Gegner maximale Verwirrung hat, ja? Und sieht da halt schon mal die Einheiten, die ihr habt, wenn ihr keine dritte gekauft habt und es ist einfach zu kontern. Also von daher, wenn ihr das alles im Hinterkopf behaltet, könnt ihr jetzt auch schon so ein bisschen euch überlegen, na, was ist denn meine Spielweise? Also nehmen wir die Giants hier zum Beispiel, ja? Wenn ich die Giants nehme, könnt ihr die Frage stellen, passen die Anfangseinheiten dazu? Ja, machen zum Beispiel beide jetzt Flächenschaden, sind beide langsam, genau wie der Giant. Das heißt, die könnten auf einer Linie zum Beispiel arbeiten. Der Flächenschaden der kleinen Einheiten hier, der kann dazu sorgen, dass zum Beispiel ein großer Giant wie ein Fortress oder so, dass der richtig gut funktionieren kann. Ja? Also da könnte man Argumente für machen, dass das eine gute Kombination ist. Und so könnt ihr halt da durchgehen bei jeder einzelnen Karte. Und das würde jetzt, wie gesagt, den Rahmen ein bisschen sprengen. Auf die Lebenspunkte würde ich nie gucken. Die sind mir völlig wurscht. Und ich glaube, es ist viel wichtiger, eine starke Kombination zu haben, in der man sich selber wohlfühlt. Wo man auch sehr, ne, man weiß ja nicht alles. Ich weiß auch nicht alles über das Spiel. Es gibt halt einfach Kombinationen, Einheitenkombinationen, mit denen man viel, viel besser klarkommt. Also ihr könnt euch so eine Giant-Karte unendlich viele Strategien wahrscheinlich erzählen und kann auch mit den Dingern sehr relativ gut umgehen, habt die alle im Kopf. Ja, es gibt aber Karten, mit denen ich sehr viel schlechter klarkomme. Bisher war das der Arknight gewesen, das verbessert sich langsam, aber die würde ich eher als schwächer bei mir einordnen. Jetzt könnt ihr halt sagen, will ich das Spiel jetzt gewinnen, weil es ein Turnier ist, weil mir die Punkte wichtig sind, ja, weil ich im Stream angeben will, was auch ist. Ja, dann wählt ihr vielleicht Karten, wo Einheiten sind, die ihr kennt. Wollt ihr lernen und wirklich langfristig besser werden, dann zwingt euch was zu spielen, wo ihr aufs Maul kriegt. Ich mache das regelmäßig, damit ihr auch einfach wisst, wie die Dinger funktionieren. So. Das alles gesagt, wir wählen jetzt einfach irgendeine hier vorne aus, ist völlig wurscht. Machen wir Aerial. Ihr könnt auch Aerial wählen, wenn da eine Lufteinheit drin ist, weil ihr die Reichweite bekommt und ihr kriegt das mit mehr Lebenspunkten ausgeglichen. Also da würde ich jetzt auch nicht unbedingt drauf gucken, dass Luft, ne, wenn da Lufteinheit drin ist, dass er das kein Aerial nimmt. So, der Gegner, der macht jetzt hier Speed. Okay, ersten Entscheidungen. Gucken, was der Gegner hat. Also immer die beiden hier angucken, was sind die Boni, die er hat, ne? Weil da kann man schon viel draus schließen. Es gibt zum Beispiel die Tendenz, wenn der Gegner eine Rhino-Karte hat, also in Runde 3 kommt ein Level 2 Rhino, dann hat er in der ersten oder zweiten Runde in aller Regel eine sehr schwache Front, ne? Weil er ja weniger Einkommen hat oder was eben euer Bonus ist. Des Weiteren müsst ihr aber schon für Level 3 so ein bisschen vorsorgen, für Runde 3, weil ja dann irgendwann kommt der dicke Kerl, ne? Das also auf die Karten müsst ihr auf jeden Fall immer gucken. Wenn jemand Aerial Specialist hat, könnt ihr davon ausgehen, dass er in der ersten Runde mit hoher Wahrscheinlichkeit Lufteinheiten spielt, die vielleicht sonst nicht gekommen wären. Ne? Auch so ein Ding, was man beachten kann. Man kann auch beachten, dass man langfristig mit Aerial einen Luftvorteil hat. Also nehmt ihr mal, wenn ihr Phoenix habt, dann werden eure Phoenix oder euer Overlord immer First Shot haben, wenn der Gegner auch Phoenix oder Overlord hat. Ne? Also da könnt ihr schon überlegen, langfristig, der Gegner hat Aerial, ich habe kein Aerial. Okay, das heißt also, Phoenix ist vielleicht schon mal keine gute Option für mich. Ist nicht ein Ausknock-Kriterium dafür. Aber ne, ihr seid dann schon mal strukturell im Nachteil, wenn ihr Phoenix gegen Phoenix spielt und solche Geschichten. Und sowas kann man halt eben mal drauf gucken. Wenn jemand Speed hat, heißt das in aller Regel, dass der euch wegrushen will. Das heißt also, dass er wirklich zum Headquarter durch möchte. Ja, dass er auch ein bisschen mobiler auf der Map unterwegs ist. Da kann man sich überlegen, dass man da Einheit nicht in eine Linie aufstellt, sondern ein bisschen kompakter zusammenstellt, damit die sich besser supporten, wenn die von allen Seiten angegriffen werden. Naja, und das kann man jetzt unendlich lange diskutieren. Das würde den Rahmen jetzt sprengen, glaube ich, das für jedes Szenario zu machen, weil es sehr komplex ist. Jetzt zu den eigentlichen Einheiten. Wie stellen wir die Jungs auf? Es gibt eigentlich zwei große Sachen, die man entscheiden muss. Ich mache einfach mal gerade.
Die eine Entscheidung ist halt, auf welcher Höhe man das aufstellt. So, machen wir mal hier gerade, ne? Also, das wäre jetzt hier mittlere Höhe, vorne, mittlere Höhe, hintere Höhe, ja? Also aggressiv, ne? Balanced oder eben defensiv. So, das ist die erste Entscheidung, die man im Grunde genommen treffen kann, wenn man möchte. Das ist, glaube ich, hauptsächlich eine Mentalitätsgeschichte. Ich persönlich stelle mich eigentlich fast immer aggressiv auf. Der Ork, wenn ihr mal schon geguckt habt, der stellt sich fast immer defensiv auf. Ich glaube wirklich, dass das nur eine Mentalitätssache ist. Man kann da wirklich nicht viel zu sagen, ob das gut oder schlecht ist. Ich kann euch jetzt nur die Vor- und Nachteile dazu sagen. Stellt euch defensiv aus, hier hinten oder auch hier, also je weiter hinten ihr seid, desto eher wird euer Headquarter zerstört im Kampf. Nicht nur, weil jemand vorne steht, wenn der Artrider reinhämmert, das kommt eher seltener vor, sondern weil, wenn es zu den Kämpfen kommt, finden die ja hier dann statt meist und danach knallt er euch das Headquarter weg, wenn er den Kampf gewonnen hat. Ja, also sagen wir mal, ich habe jetzt hier den da stehen aus irgendeinem Grund nur und da kommt jetzt einmal ein Crawler, dann wird der, die Hälfte des Crawlers um ihn herumlaufen, wenn die andere Hälfte schon weiterläuft und das Headquarter sniped, ja. Oder wenn er halt wirklich hinten steht mit der ganzen Armee und der hat halt dann, sagen wir mal, seinen Rhino hier vorne oder Crawler, kann er die mit dem Beacon direkt einfach wie so ein Pfeil draufschießen lassen, ja, dass sie da hinlaufen. Also ihr könnt davon ausgehen, je weiter hinten ihr steht, desto eher werdet ihr eure Headquarter verlieren mit eben den Problemen, die das ne, mit sich führt. Dafür habt ihr automatisch die Flanken gekontert natürlich. Und wenn es um Fähigkeiten geht, ja, also hier zum Beispiel Satelliten setzen, dann könnt ihr die hier hinten setzen. Das heißt, wenn ihr hier vorne setzt, kann er die ja schilden. Ja, wenn ihr hier hinten setzt, kann er sie nicht mehr schilden. Das gilt auch für Feuer legen, Acid legen. Ihr legt das auf eure eigene Map-Hälfte. Der Gegner kann das nicht kontern, der muss da durchlaufen. Das sind halt die ganzen Vorteile davon. Ja, oder wenn er hier hinten steht, könnt ihr dann Rhino hier hinpacken und dann wird der Rhino hier kämpfen, statt wie die normalen Rhinos hier hinten zu kämpfen, wo der alles machen kann mit dem, was er möchte. Also da gibt es wirklich eine ganze Menge Vorteile. Die Nachteile sind natürlich dann so Dinge wie, wenn er da oben eine Flanke läuft, wird diese Flanke da oben niemals supportet von dem Trupp, der da vorne stand zum Beispiel. Maximal weit voneinander entfernt. Man kann sich da gegenseitig supporten in den Flanken. Das geht relativ gut sogar. Wo war ich gerade? Moment. Ja, wenn ihr hinten steht, habt ihr der nächste Nachteil, ist schnelle Einheiten. Also wenn ich jetzt hier vorne einen Roller dabei habe. Je weiter hinten ich stehe, desto weniger Möglichkeiten habe ich. Also ich habe jetzt eine langsame Armee, die hinten steht. Ja, wo will ich denn jetzt den Crawler aufstellen, ohne dass der halt einfach sich völlig loslöst von der Armee, ne? Also wenn ich den hier aufstelle, dann wird der immer noch hier vorne kämpfen, während der Panzer massiv weit hinter dem immer weiter zurückfällt. Das heißt, eure Armee wird piecemeal den Gegner laufen. Das heißt, je weiter hinten ihr steht, desto eher weiß der Gegner, wo er welche Einheiten spielen könnt. Manche Einheiten lassen sie dann nicht mehr sinnvoll spielen, ne? Geschwindigkeitsunterschied ist das Stichwort hier vorne. Genau, so, das ist auf jeden Fall die Idee mit vorne und hinten so ein bisschen. Die nächste Idee ist, wollt ihr die Einheiten alle auf eine Seite packen? Da gibt es verschiedene Szenarien, also ja, könnt ihr hier an die Seite packen. Allerdings auch so oder so ein Zeugs. Ja, stellt die so hin. Auf eine Seite vorne hin. Da könnt ihr auch an einer Seite hinten hinpacken. Je weiter hinten die sind, desto eher, also normal ist es so, man setzt es dann vorne hin, verzögert auf der anderen Seite, das erkläre ich gleich nochmal in Ruhe. Wenn ihr die weiter hinten hinsetzt, ist es oft so, dass sie die als zwei Armeen machen, so Korpsmäßig, ja, dass sie um die Headquarter sind, links und rechts, dass da eine Lücke in der Mitte ist. Ja? Oder ihr habt eben die Linie, die ich eben gezeigt habe, die einmal durchgehend ist. Ne? Also die Frage ist halt, wie wollt ihr die aufteilen? Ne? Linksseitig, gleichmäßig und so weiter. Und man kann wirklich sagen, dass wenn ihr die alle auf einer Seite haben wollt, dann ist es besser, die, also dann könnt ihr vorne spielen. Wenn ihr vorne spielen wollt und ihr teilt die so auf, dann werdet ihr in aller Regel verlieren, ist meine Erfahrung. Das müsst ihr mal in Ruhe analysieren, warum das so ist, aber meine Erfahrung ist wirklich, dass das selten gut funktioniert, diese Geschichte, wenn man das so aufstellt. Die schlimmste Aufstellung ist, wenn ihr euch gleichmäßig überlegt, also mit Marksmen sowieso, ja. Aber wenn ihr jetzt auch richtige Einheiten an der Front hättet, die Sinn machen. Na, wenn ihr euch gleichmäßig so aufstellt, vorne an der Front, da habe ich die allerschlechtesten Erfahrungen im gesamten Spiel mitgemacht bisher. Das würde ich auf jeden Fall aus persönlicher Erfahrung einfach mal sagen, macht das lieber nicht. Der Nachteil von sowas ist auch generell, dass ihr Satelliten abbekommt, die ihr nicht schilden könnt, dass der Gegner, gerade sagen wir, ich habe den Marksman wirklich jetzt hier hingestellt, ja, dann stellt er davor direkt den Crawler und könnt nie wieder ausweichen. Ja. Hier vorne steht der Dude, dann stellt er Steeball davor, den könnt nicht mehr ausweichen. Also das kommt mit riesen Nachteilen. Trotzdem kann an der Front stehen funktionieren, aber eben nicht nur in der Linie, sondern es kann funktionieren, wenn die halt ne, sich gegenseitig supporten, weil die eben auf einer Seite stehen. Weil dann kommt ja der Steelball, dann ballern die alle hin, ist sofort tot. Ja? Dasselbe gilt dann für den Crawler und was nicht alles. Deswegen das halt komprimiert klappt, aber in der Linie selten klappt. Genau. Das sind eigentlich so die gröbsten Dinger mit dem links, also ob er die jetzt als Knubbel aufstellt oder als Linie. Das ist so ein wichtiger Faktor. So, da gibt es ein paar Einheiten mit Besonderheiten mit dem Aufbau. Also fangen wir jetzt mal an. Der klassische Split hier vorne, ne, wenn ihr die hinterm Hindernis stellt, das kann sowas hier sein. Oder das kann auch einfach hinter einem Marksman sein. Ne? Wenn die schnellere Einheit hinter der langsamen steht und dann an der vorbeiläuft, dann wird die halt geteilt in der Mitte. Dann gehen zwei nach links und einer geht nach rechts.
Das heißt, wenn jemand Flächenschaden macht, ne, der macht zum Beispiel Flächenschaden, dann trifft er halt nicht drei mit einem Schuss oder in dem Falle auch fünf manchmal, fünf bis sechs, sondern eben nur die Hälfte. Ja? Das heißt, ihr tut schnell mehr Modell tanken, wenn ihr die so splittert, die Typen. Bei der Panzeraufstellung, wenn man sowas zum Beispiel hat, kann man die überlegen, ob man die so oder so aufstellt. Da würde ich das vom Gegner ein bisschen wieder abhängig machen. Also nehmen wir den Steel Ball zum Beispiel. Der Steel Ball, ich zeige das mal gerade. So, und zwar, was der Steel Ball halt macht, wenn das so steht, hier werden die jetzt alle auf die ersten beiden wahrscheinlich schießen. Im besten Fall auf den ersten, aber auf die ersten beiden. Aber die müssen die Kanone ja aufladen, ne? Das heißt, wenn die so sind, dann brauchen die länger, um sich da durchzufräsen, als wenn die hier sind und gleichmäßig das Feuer auf die verteilen. Da werden die halt sehr schnell aufgeladen und sind dann sehr schnell auch durch. Also sehr schnell. Wir sprechen immer von Unterschieden, die vielleicht nur eine Sekunde oder so sind oder anderthalb. Aber diese Unterschiede sind halt wirklich das, was euch Spiele gewinnt, weil ihr habt ja die gleichen Einheiten zur Verfügung im Grunde genommen. Ja, von daher, wenn ihr Steelballs encountert, wollte ich kein Slash immer haben, ganz nebenbei, aber wenn ihr den encountert, ne, dann stellt die Hinks hier, die Sledgehammer vertikal auf, nicht horizontal, ne? Die sind schneller durch. Und das macht halt schon einen Unterschied. Das kann absolut spielentscheidend sein, sowas. Und das müsst ihr halt bedenken bei diesen großen Einheiten. Bei der Adri könnte man sowas auch machen, ja, das ist weniger wichtig. Da sagt man allgemein, wenn der hinten jemanden Split macht, ich zeig's euch kurz. So, da muss man jetzt wahrscheinlich schnell hingucken. Und manchmal ist es auch eine Wundertüte, weil die eine Streuung hat, die ein bisschen random ist. Aber hier sagt man normalerweise, wenn die. Ich müsste eigentlich vier Szenarien aufbauen, ne? Ah, Dreck. Ich mach's jetzt einfach mal mit zwei Szenarien. Sekunde. So, wir machen es jetzt erstmal so rum. Man sagt allgemein, wenn die vertikal stehen, dann schießen die mehr von denen ab, wenn die als Split reinkommen, als wenn die normal horizontal starten. Ja? Also wenn ihr jetzt vertikal steht, macht ihr mehr Schaden, als wenn ihr horizontal steht. Und ihr könnt davon ausgehen, dass die Gegner immer mit mindestens einem Trupp gesplittet reinkommen. So kommt ja keiner rein, ja? Also müsst ihr vier Szenarien abbilden, um das komplett zu zeigen. Aber es soll einfach nur zeigen, den werdet ihr in aller Regel nicht gut treffen und den werdet ihr ein bisschen treffen, aber auch nicht gut. Ja, aber von da würde ich mir kaum Kopf drum machen um die Geschichte. Also er hat jetzt hier drei Stück erwischt und der hat 12, 14 erwischt. Ne? Und das ist der Unterschied, warum man die so aufstellen will, wenn man einen Split oder irgendwas Vertikales erwartet. Also auf Vertikal würde mit Vertikal reagieren, ja? Das ist die Message. So, ich glaube, das ist immer noch sehr frustrierend, weil das so allgemein ist, aber ich kann das leider nicht spezifischer machen, außer diese kleinen Dinger nochmal erklären. Das Beste, was ihr machen könnt, ist halt wirklich, den verschiedenen Streamern zuzuhören, wenn die ihre erste Runde machen und ausführlich erklären, warum sie was, wie, wo hinstellen. Weil es sind halt wirklich tausend verschiedene Szenarien gefühlt, auf die man jedes einzelne eingehen müsste. Ich versuche das extra bei mir immer wieder zu erklären, damit das deutlich wird, aber das in einem Video zu fassen, das wäre, glaube ich, zu komplex einfach. Wir können noch kurz sprechen über die Geschichte mit den Satelliten, weil manche Leute in Early Game einen Satellit packen. Ich persönlich würde es nicht machen, weil ihr wisst ja nicht, wie die Aufstellung des Gegners ist. Das heißt, nicht selten habt ihr den umsonst geholt. Und wenn ihr den Kampf gewonnen hättet, also wenn ich jetzt damit einen töte hier und ich hätte den Kampf aber ohne gewonnen, habe ich Geld ausgegeben, damit ich den nicht extra mittöte und damit habe ich quasi weniger Erfahrung bekommen. Zudem, sagen wir mal, der würde jetzt den da oben töten, ja? Und der Satellit würde instant den auslöschen. Dann habe ich mir die Möglichkeit genommen, dadurch, dass der den erfolgreich getötet hat, dass er noch das Headquarter einsackt und extra Erfahrung bekommt. Also anfangs Satelliten und generell Satelliten, also ihr seid gut beraten, die überhaupt nicht zu spielen. Es gibt Ausnahmesituationen, wo die gehen, das ist aber meist in späteren Spielsituationen. Ich würde die Finger davon lassen und nicht eine Öffnung, auch wenn das ganz viele machen. Finger weg von. Dann kann man vielleicht noch über die Upgrades sprechen. Manchmal kann man am Anfang eins ausgeben. Plus, das kann man auch manchmal ausgeben, das drucken tatsächlich viele nicht, das könnte sich auch lohnen. Weil das Upgrade hat den Vorteil, dass ihr tatsächlich, wenn ihr dadurch, oh Moment, so, und zwar die Speed-Upgrade hier vorne, wenn ihr dadurch eine Runde gewinnen könnt, das ist gut möglich, zum Beispiel, ne, wenn ich hier schnell durchlaufe und der da schnell durchläuft, ja, das kann ja kommen, weil er den Kampf gewinnt, also stellt euch vor, ihr habt hier einen Crawler und er hat da einen Crawler und da ist ein Crawler und da ist ein Crawler, aber euer Crawler gewinnt aus irgendeinem Grund, wegen Satellit oder so, und dann habe ich ein Speed-Upgrade, ja, wobei das dann auch ohne geht, aber. Ich schaffe das nicht, weil da zwei überlebt haben. Ja, aber ich schaffe es trotzdem noch. Also das Speed-Upgrade führt jetzt dazu, einfach im Grunde genommen, dass ich sehr viel schneller das Headquarter kaputt bekomme und dann eben das nächste und dann die kaputt machen kann. Also diese, ne, diese 3 Sekunden, was man da mehr rausbekommt, oder 2 Sekunden vor dem Headquarter des Gegners mehr. Oder man dodgt eben eine Artillerie am Anfang. Die kann euch das Spiel gewinnen. Also die erste Runde zumindest, ja. So, von daher, das kann gut sein. Ich benutze das selten, aber ich würde das häufiger benutzen als der Satellit. Ich sehe halt den Satellit ultra häufig benutzt, mit einem ultra großen Eigentoranteil. Und das eigentlich fast nie benutzt. Und das könnte halt, wenn ihr das wollt, auch eine Möglichkeit sein. Die Upgrades könnt ihr ebenfalls vergeben. Da kommt es dann wieder auf Details an. Ich zeige euch eins. Und zwar, der Marksman, wenn ihr auf den Schaden von denen guckt hier unten, der braucht 3 Schüsse, um Steelball zu töten. Ja, 3 Schüsse, was natürlich eine ganze Menge ist. Und wenn ihr dann sowas wisst und denkt, dass euer Gegner ist, dann gebt ihr hier vorne das aus und dann braucht er statt 3 Schüsse nur noch 2 Schüsse.
Ja, und das kann einen Unterschied machen, er wird wahrscheinlich jetzt trotzdem verlieren, oder? Kostet ja auch. Ja, vielleicht gewinnt er sogar. Also er braucht auf jeden Fall nur zwei, gewinnt das natürlich. Ne? Aber hätte er sonst drei Schüsse gebraucht, bam. Dann wäre das ein Problem gewesen und das könnte man theoretisch auch vergeben. Ich halte es fast für zu teuer für die erste Runde. Aber der Vorteil ist halt, manchmal funktioniert es. Also denken wir mal, der hat jetzt Steel Balls und Arc Lights. Ne? Da würde ich es überlegen zu vergeben, wenn ich Marksman hätte. Und das Upgrade behaltet ihr ja. Von daher wäre das nicht das schlimmste Investment. Das wäre auch eine potenzielle Lösung. So, also das, was ich jetzt einfach mal ganz grob in die Kiste geworfen. Es gibt tausend dieser Details, von daher wäre das einfach zu viel, alles aufzuräumen. Meine Empfehlung wäre einfach, wenn ihr das ein bisschen übersichtlich halten wolltet. Macht euch die Überlegung, stellt ihr es vorne auf, Mitte auf, hinten auf. Und wenn ihr es vorne aufstellt, dann nur einseitig, würde ich empfehlen. Wenn ihr es Mitte aufstellt, um die Headquarter drumherum oder vielleicht als ganze Linie meinetwegen auch und hinten ähnlich. Ja, das ist so das Einzige, was ich so als generell mitgeben könnte. Und da müsst ihr halt gucken, was für euch funktioniert, ne? Also welche Einheiten auf welcher Höhe funktionieren, könnt ihr euch dann alles anschauen. Mehr kann ich euch leider nicht geben, es tut mir leid, aber wer sagt, er hat die Lösung, die auf alles passt, der lügt euch halt ins Gesicht, ne? Und daher hoffe ich, dass das trotzdem ein bisschen helfen konnte und damit verabschiede ich mich dann auch. Ciao, ciao.